Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier noch in der Nähe des Schrottplatzes. Und zwar ganz genau des Big Johns Schrottplatzes. Wir werden jetzt Richtung Hangman's Alley, weil es näher ist, glaube ich. Das heißt... Einen Moment, wir müssen doch einmal schauen. Das haben wir abgeschlossen. Aneignung. Ja, wir gehen Richtung Hangman's Alley. Das ist am besten. Das ist am nächsten. Und da können wir erstmal jetzt ein bisschen Schrott aus der letzten Folge abladen, was wir da so gesammelt haben. Wobei wir diesmal diesen Weg hier nehmen. Ja, wieder durch ein Raider-Nest. Mal sehen, ob da Raider zufällig schon zu sehen sind. Nicht wirklich. Naja, es regnet. Wahrscheinlich haben sie sich... War das jetzt ein Ghoul? Oh, jetzt sind wir überladen. Wir können also nicht so schnell rennen. Bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht allein sind. Wir sind hier gut geschützt. Niemand sieht uns. Wir sind gut getarnt. Ich hoffe, die haben hier keine Minen oder so etwas versteckt. Ein einziger Raider hier. Oh, die haben das aber schön verbarrikadiert. Naja, mit so einem Riesentor da vorne. Wunderschön gemacht. Sehr gut, man kommt gleich durch. Den Globus hier können wir noch mitnehmen. Wozu nimmst du eigentlich den ganzen Schrott mit? Oh, McGrady. Hat er nicht mitbekommen, was wir zum Beispiel in County Crossing gemacht haben? Naja, jetzt gucken wir mal, was der Plünderer dabei hatte. Übliches Plündererzeugs. Können wir hier schon durch? Oder ist das noch zu früh hier? Na, ich denke, da drüben ist schon wieder so ein Raider-Stützpunkt, so ein Nest irgendwie. Ah, das sind eher Supermutanten, wie es aussieht. Na gut, na gut. Trommelwirbel bitte? Wir haben Glück. Hier ist Munition. Ach was. Tatsächlich. Wer hat die da bloß reingesteckt in die Brotdose? Aber hier sind noch Raider. Die hängen da am Baum. Wer ist da? Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Ja, schon. Ach, diese Raider-Veteranen, die halten auch noch richtig was aus. Abschuss auf. Hörst du das? Hier! Hier drüben! Was? Wo? Kommen wir da oben nicht dran, doch. Na? Wer lauert hier noch? Na, egal. Ja, es hat sich scheinbar hier jetzt richtig eingeregnet. Ich habe es gehört. Ich auch. Aber ich sehe hier nichts. Was? Ganze Aufregung bringt nichts. Oh, ich glaube hier... Ja, hier geht's gleich auch ganz gut ab.
Auf jeden Fall gab es hier, glaube ich, immer ein Problem mit dem Speicherpunkt. Oh, ein Brahmin, hoffentlich keins von uns. Pack Brahmin. Eins hat Brahmin. Ich wollte gerade sagen, seit wann ist der denn alleine hier? Oh yeah, des Killers Kampfrüstung rechtes Bein. Reduziert den durch Menschen verursachten Schaden um 15%. Aktuelle Mods, Standard ohne Extras, Schadensresistenz, ballistischer Schaden 10, Energieschaden 10, Gewicht 4 und Wert 125. Okay, wir wollten das mitnehmen, ganz gerne. Moment, Moment, wo müssen wir lang? Ich glaube, das hier wäre schon mal ein ganz guter Weg. Und hockt da oben wieder ein Supermutant mit Raketenwerfer? Naja, wir riskieren uns einfach mal. Ah. Tatsächlich Supermutant mit Planke diesmal. Naja, gut. Da sammeln wir jetzt nicht seine Planke noch ein. Obwohl die auch immer 38er Patronen dabei haben, also meistens schon. Oh, wow. So viel Nuka-Cola hier drin. Ja, wo sind sie denn? Ach, ist das hier die Brücke zum Candle-Dings? Nee, Lager Candle ist hier nicht. Dann ist dieses Bekleidungsgeschäft hier, da sind auch meistens welche. Aber die haben schon lange keine Geschütztürme mehr aufgebaut da oben. Wahrscheinlich haben sie auch keine Ressourcen mehr. Verflixt. Oh, die hatten aber viel dabei. Hey, warte da. Und? Oh nein, folgen. Komm schon. In Ordnung. Da waren wir etwas zu voreilig, aber wir sind doch jetzt schon ganz in der Nähe hier vom Hangman's Alley. Trish ist nichts drin diesmal. Sie wurde ja ein paar Mal wieder befüllt. Nelson Latimer. Na gut, auch den hat niemand wieder befüllt. Mhm. Und da sind wir schon. Wunderbar. Und was machen unsere Karotten? Die sind nicht wieder gewachsen seit dem letzten Mal. Seit unserem letzten Besuch. Scheint wirklich nicht so was lange zu werden. Her. Ja. Dann haben wir aber noch einiges an anderem Zeug gesammelt. Eigentlich sollten wir mal alles verwerten, was wir haben. Oh, wir haben aber viel gesammelt diesmal. Oder wir verkaufen das gleich. Hier können wir doch auch ein bisschen Handel betreiben. Hier sollten wir übrigens vielleicht mal was für Händler aufbauen. Ich meine, wir wollten in Hangman's Alley nicht allzu viel machen.
Wo waren denn diese Spezialgeschäfte noch für Händler? Ach so, ich glaube bei Lebensmitteln, Ressourcen. Da gab es dann neuerdings genau so etwas. Aber wo bauen wir das auf? Hier mittendrin wollen wir doch keine Brahminer ständig von den Händlern rumlaufen haben. Vielleicht hier draußen so? Ja, ich dachte mir hier, aber mitten im Weg. Anders geht's nicht. Der Platz ist begrenzt hier. Also ich denke mal, hier so mitten in die Melonen pflanzen wir das mal. Nein, schon wieder diese verrückte Pumpe. Nein, lesen, was da steht. Okay. Mhm. Ja, der Rest ist gut gewachsen, nur die Karotten eben nicht so gut. Eine hier, ja gut. Mais ist gewachsen, Potatoes sind gewachsen. Ah ja, wir können wieder etwas Jet herstellen. Wir haben ja auch ordentlich gesammelt gerade. Kommen wir hier nicht mal raus? Doch. Einmal gucken, ob wir noch genug Eichhörnchen-Eintopf-Intos haben. Haben wir, sehr schön. Und Jet gebraut. Oh, da können wir ja einiges machen. 50 hätte ich jetzt nicht gedacht für so einen kleinen Ausflug. Ja, wir sollten uns mal zurückhalten und sammeln. Obwohl 50 zwischendurch immer zu machen, das kann man ja immer. Achso, vielleicht können wir noch ein Eichhörnchen-Süppchen. Ja. Eichhörnchen-Eintopf, nein. Wir wollen. Okay. Ich denke, ein paar Waffen müssen wir noch ablegen oder zerlegen, verwerten. Ja, oder wie ich sagte, verkaufen wäre vielleicht sogar noch besser. Sturmgewehre. Hier sind die Wachen schon recht gut ausgerüstet. Und ich bin der Meinung, seit die Sturmgewehre haben, die Wachen, auch seitdem die besser ausgerüstet sind im Allgemeinen, habe ich so den Eindruck, dass die gar nicht mehr überfallen werden hier in Hangman's Alley. Die lassen wir mal da, das Kampfmesser behalten wir. Ja, und ich denke, wir können verkaufen erstmal ordentlich. Da ist doch schon... Ich will nur ein bisschen handeln. Arbeit nicht. Na klar doch. Oh, da ist schon ein Siedler, der mit Sicherheit Kronenkorken hat. Nein, handeln. Ach so, es ist zu spät. Wir können gar nichts. Ja? Den richtigen Handel können wir noch gar nicht hier betreiben. Obwohl unsere haben ja auch nie so viel. Da schläft nämlich zum Beispiel ein Händler von uns. Also gehen wir noch mal ein paar Stündchen schlafen. Ach, 7 ist, glaube ich, zu wenig. Um 7 Uhr, da steht auch noch keiner am Handelsplatz, meine ich. Werden wir sehen. Doch. Da sind sie schon. Ja? Aber sie handeln noch nicht, oder? Entschuldigung. Möchtest du ein bisschen handeln? Oh doch, ja, machen Sie. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Großartig. Und er hier hat zum Beispiel, glaube ich, ziemlich viel Schrott. Wenn mich nicht... Ja, genau. Das können wir schon mal alles nehmen. Ordentlich, ja. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Und dann bekommt er von uns natürlich einige Waffen. Die Impro-Sachen behalten wir. Obwohl, ach, diesmal können wir auch alles verkaufen. Außer, bis auf das Sturmgewehr vielleicht nicht. Und die Minigun auch nicht.
Lasergewehre, Kronkorkenminen sammeln wir auch mal. Irgendwie konnte man die doch mal auseinandernehmen in einem anderen Teil von Fallout. Und da hat man dann die Kronkorken rausbekommen, oder wie war das? Oder man hat sie explodieren lassen und konnte sich dann die Kronenkorken nehmen. Oh ja, Kleidung, da ist einiges dabei. Metallrüstung. Mhm. Raiderrüstung. Und noch mehr Metallrüstung. Sehr schön. Leichte Kleidung. Okay, die Kampfrüstung ansonsten behalten wir. Knusprige Eichhörnchenbissen brauchen wir doch an für sich auch nicht wirklich. Naja, das hat jetzt auch nicht viel gebracht. Hm, wo sind denn die Sachen, die richtig was wert sind? Doch die Sturmgewehre verkaufen? Na, da bin ich aber nicht so dafür. Und die Impro-Sachen auch nicht. Das ist chinesische Offiziersschwert könnten wir ja verkaufen. Die Geschwindigkeit mittel, naja. Ansonsten verkaufen wir eben schon mal Chat. Moment, wir haben wieder einen Fehler gemacht. Wir sind doch gar nicht richtig angezogen. Jetzt können wir handeln. Hey. Willst du was kaufen? Und ich dachte schon, für so viel Jet müssen wir doch auch mehr Kronkorken bekommen. Sag mir, was du haben möchtest. Okay, Jet. Dann schauen wir hier bei der Kleidung nochmal nach. Ich glaube, ich habe was in deiner Größe. Handeln? Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Und, was hat er Schönes? Baseballkleidung? Nein, Armeeuniform. Ja, die saubere nehmen wir nochmal mit. Und Greaserjacke und Jeans wollten wir auch irgendwann mal sammeln, aber jetzt noch nicht. Saubere Kleidung, nein, sonst hat er also nichts dabei, was uns jetzt zusagen würde. Okay, er hat aber viele Kronkorken hier. Schwuppdiwuppdidu, dann bekommt er... Ja, viele, viele Jet-Teile. Und der Arzt auch. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Das ist doch schön. Ja, wenn wir nur durch unsere Siedlungen gehen und da Handel betreiben, da kommen wir, glaube ich, ganz gut hin. Was immer richtig teuer ist, das ist eben Diamond City. Da haben wir meistens zu wenig Jet für. Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Ach so, verwerten. Das ist vielleicht besser. Ja. Dann haben wir gleich den Schrott aus den Waffen. Ein einfaches Leben ist das nicht. Du baust da was Nützliches, hoffe ich. Schauen wir mal. Die Impro-Sachen verwerten wir. Ja, das lohnt sich immer. Plastik kommt da sogar auch noch raus. Impro-Revolverpistole, Kupfer auf jeden Fall. Und Impro-Gewehre, auch Kupfer. Hier nochmal die Pistole. Bringt immerhin 4 Stahl. Ist auch noch gut, finde ich. Und die Sturmgewehre und die anderen Sachen, die behalten wir erstmal hier.
Ja, was ist denn sonst noch so schwer, was wir mit uns rumtragen? Ja? 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 Ich darf auch mal ja sagen. So, der Schrott ist weg. Wir können auf jeden Fall schon mal laufen jetzt. Und dann schauen wir, ja, Atommine können wir rein, Baseballschläger, Kronkorkenmine und die Sturmgewehre, Minigun, solche Waffen können wir noch da rein tun. Die Minigun war ziemlich schwer, aber dennoch sind wir immer noch etwas schwer hier beladen. Ach so, natürlich die ganze SB-Kampfrüstung und Zündrüstung. Na gut, hier können wir noch was verwerten. Diese Kampfrüstung mit Stern behalten wir. Und hier ist noch mehr Kampfrüstung. Supermutanten-Armschutz behalten wir. SB-Rüstung, Kampfrüstung. Okay, das ging ja auch nochmal. Die hier können wir noch verwerten. Ja, verwerten wir die einmal. Jetzt sind wir schon mal hier unten. Und verwerten für Stahl hat sich nicht wirklich gelohnt. Und wie steht's um uns und unser Gewicht? Naja, wir sind immer noch ziemlich schwer. Das wundert mich ein bisschen. Was haben wir denn jetzt noch bei, was so schwer ist? Kleidung haben wir alles abgelegt. Hilfsmittel. Ah, ja, da ist noch einiges dabei, was uns ein bisschen nach unten zieht. Okay, wir haben gerade Plastik bekommen irgendwoher. Das heißt, wir schauen jetzt nochmal 19 Plastik. Okay. Stellen wir auch nochmal 19 davon her. Okay. Ja, ich war nämlich begeistert, wie viel wir doch in County Crossing bauen konnten. Und von daher glaube ich, das sollten wir öfter machen. Ich glaube, wir hatten da nämlich ein paar Folgen vorher angefangen, immer bei den Händlern alles aufzukaufen, Jet zu verkaufen und den gesamten Schrott zu kaufen und einzulagern. Und dadurch konnten wir in County Crossing relativ viel bauen, verglichen mit den anderen Malen, als wir zum Beispiel 200 Folgen lang nur gelootet und gesammelt haben. Ja, das hat ja nicht so viel gebracht damals leider. Also Handel bringt, das lohnt sich richtig. Da kann man dann auch mal eine Siedlung fast fertigstellen. Nach nur, also mit Sicherheit weniger als 800 Folgen. Ich glaube, das waren vielleicht 20 Folgen oder so. Und zwischendurch baut man ja sowieso immer so Kleinigkeiten aus hier und dort. Nein, die wollen wir behalten. Wiegt die überhaupt? Ja, die wiegt tatsächlich auch ein bisschen was. Da können wir auch noch an Gewicht sparen. Aber gut, auch Traubenmentets sollten wir gleich oben mal ablegen. Die wiegen doch auch was, ja, ein bisschen was. Redaway müssen wir ja auch nicht immer so viel mit uns rumschleppen, aber ich glaube, das legen wir dann lieber nachher alles mal in Sanctuary Hills ab. Wobei das als Zentrale eigentlich recht ungeeignet ist. Also man müsste darüber auch mal eine Statistik sehen, in welchen Ortschaften man am häufigsten war. Da denke ich nämlich, wird es Hangman's Alley sein. Das liegt ziemlich genau in der Mitte. Und ich habe so das Gefühl, dass wir hier wirklich am allerhäufigsten waren schon. Okay, wir sind zwar immer noch etwas schwer beladen, aber das hängt jetzt, denke ich, wirklich an den Hilfsmitteln, vielleicht an den Mods. Wir haben ja auch einige Impro-Waffen mit, die schon modifiziert waren, abgebaut, verwertet gerade. Es wird höchstwahrscheinlich daran liegen. Wir werden in der nächsten Folge also sehen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und sage Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!